Hi Leute, ich bin's Larissa vom Aquapuristen-Kanal und heute soll es das Update zu diesem Yoda-Schnecken-Einhängebecken geben, was ich ja in dem letzten Video mit Vaseline eingerieben hatte, also den Rand oben, um zu schauen, ob das die Yodas vielleicht daran hindert, auszubrechen. Und ja, ich kann schon mal jetzt sagen, anscheinend hat sie es nicht daran gehindert, denn wir haben vorhin, die habe ich jetzt natürlich schon rausgefangen, als ich sie gesehen habe, hier hinten und hier vorne zwei kleine, also was heißt kleine, die waren schon so groß, Yoda-Schnecken gefunden, die ja offensichtlich aus diesem Becken da reingekommen sein müssen, weil hier drumherum sind keine anderen Yodas. Und ich hatte aber zwischenzeitlich schon mal gesehen, die kann ich euch jetzt hier auch einblenden, die Detailaufnahmen, dass oben, also an dem Beckenrand, halt welche schon rausgeklettert oder in Richtung Beckenrand geklettert sind. Und dann auch leider über meine Vaseline-Sperre hinaus, weil entweder habe ich es von Anfang an zu dünn aufgetragen oder ich habe ein bisschen das Gefühl, so als wäre das irgendwie, naja, ausgetrocknet. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie dünner geworden, sag ich mal. Also ich hatte da halt mit dem Finger das genommen und einfach einmal drüber gezogen. Und dann war das halt so eine feine, dünne Schicht. Das hat scheinbar nicht gereicht. Da konnten die Yodas einfach drüber klettern. Und dann habe ich zwischenzeitlich nochmal eine ordentlich dicke Schicht, also nicht nur Finger rein und einmal drüber ziehen, sondern Finger rein und dann wirklich über dem Beckenrand sozusagen abstreifen, also dass da wirklich ein paar Zentimeterchen, nein Zentimeter jetzt nicht, aber ein paar Millimeter von der Vaseline hier drauf sind. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die beiden Yodas, die ich jetzt hier in dem großen Becken gesehen habe, schon vorher ausgebrochen waren. Oder ob das danach passiert ist, deswegen werde ich das Ganze jetzt noch mal weiter beobachten. Es sind nämlich noch einige hier in dem Einhängekasten drin. Also ich glaube, ich sehe jetzt auf einen Blick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also für den kleinen Einhängekasten schon relativ viele und die wachsen ja auch. Werden hier drin jetzt auch nicht so mega viel gefüttert. Also ich glaube, sie hätten dann auf jeden Fall einen Grund zu versuchen rauszukommen. Ja, wir werden das Ganze nochmal weiter beobachten und vielleicht gibt es dann entweder nochmal ein richtiges Video oder ein Short, wo ich dann nochmal sage, wie es wirklich final ausgegangen ist. Also wie gesagt, der erste Versuch mit der dünnen Schicht hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja, deswegen würde ich jetzt schon sagen, also man muss ordentlich viel davon nehmen, damit es hilft. Und vielleicht noch der Tipp an der Stelle, das hatte Benjamin auch gesagt, man kann in diese Vaseline hier auch nochmal ein bisschen Salz sozusagen mit reinmischen. Und naja, Salz zieht ja Wasser und die Schnecken brauchen sie ja relativ feucht. Und wenn die dann praktisch darüber klettern, über eine Barriere, die relativ salzhaltig ist, dann würden die sozusagen, während sie drüber klettern, das Wasser entzogen bekommen. Also das würden sie dann nicht machen. Ja, ich weiß nicht, das fand ich jetzt irgendwie auch ein bisschen sehr gemein, da jetzt noch Salz mit reinzumachen. Ja, ich habe es jetzt nochmal versucht, eben wie gesagt, die etwas dickere Schicht dahin zu machen, ob das jetzt besser klappt. Vielleicht klappt das ja auch bei anderen Schnecken, die nicht ganz so ausbruchwütig sind. Wobei dann wäre auch wieder die Frage, warum brauche ich das überhaupt, wenn meine Schnecken eh nicht rausklettern. Ja, also wie gesagt, die dünne Schicht hat nicht geklappt. Mit der dickeren Schicht beobachte ich das Ganze jetzt nochmal und werde euch dann auf jeden Fall nochmal informieren, wie es dann final ausgegangen ist. Falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, immer gerne her damit. Oder wenn ihr einen Tipp habt, was ich dann vielleicht, keine Ahnung, beim Auftragen oder Präparieren da falsch mache oder besser machen kann. Weil ich wusste auch nicht, soll man das jetzt mit dem Finger da rein und dann einfach drüber ziehen. Hat ja offensichtlich nicht gereicht. Dann habe ich versucht, das so ein bisschen so abzustreifen. Oder ob man da irgendeinen Spachtel für nimmt. Ich habe schon überlegt, eigentlich wäre am coolsten. Ne, ihr kennt ja bestimmt diese Silikonkartuschenteile, ne, wenn man diese Pistole sozusagen hat. Wenn man dann da Vaseline sozusagen reinfüllt und dann wie so, oder mit so einer Kuchenspritze oder keine Ahnung, dann da so einen richtig schönen Rand dran lang ziehen kann, dann ist es eben auch lückenfrei, weil gerade an den Ecken war es auch manchmal so ein bisschen schwierig, dass man dann rechts und links das hat, aber ganz in die Ecke nicht so richtig hinkam. Ja, ich meine, gut, die Schnecken sind natürlich jetzt auch nicht Millimeter klein, sondern ein bisschen größer, also wenn dann da ein ganz kleiner Bereich vielleicht ist, ne? Aber falls ihr da noch irgendwie Tipps habt, wie ihr das auftragt, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!